Also wir sind uns alle einig, was wir spielen. Irgendeiner macht einen Vorschlag oder hat ein Stück gehört oder sucht sich was raus. Und eigentlich haben wir seit Jahren eine Liste, die wir abarbeiten wollen, aber noch nicht zu allem gekommen sind. Und von daher mangelt es im Moment nicht an Stücken, wo irgendeiner sagen würde, das möchte er jetzt nicht spielen. Es gab es ein paar Mal für ein Konzert, als ein Veranstalter vielleicht irgendwas ganz Spezielles wollte für irgendeinen Anlass, wo vielleicht ein bisschen gesagt hat, okay, muss nicht unbedingt sein, aber ist okay, wenn die anderen drei sagen, das ist gut. Aber für so grundsätzliche Konzertprogramme, wir müssen alle vier dahinter stehen. Man probt ja auch gemeinsam und bringt nichts, wenn einer mit schlechter Laune dann daneben sitzt. Und ja, das führt zu keinem guten musikalischen Resultat. Wir sagen immer ja, aber das hat sich jetzt schon seit Jahren irgendwie verzögert. Also wir wollten eigentlich schon seit langem eine aufnehmen und haben da auch eigentlich genügend Ideen. Nur irgendwann muss man halt einen Termin festmachen und auch entscheiden, was man tatsächlich aufnehmen will. Und so richtig notwendig war es jetzt irgendwie noch nicht, aber die kommt jetzt auf jeden Fall dann in, also ich sage jetzt mal, nicht nächstes, was haben wir, 19? Ah, doch 2020 kann schon sehr gut sein, ja. Aber was wissen wir noch nicht zu 100%. Das Publikum ist auf jeden Fall sehr toll, warm. Die hat uns schön mit einem warmen Applaus begrüßt und nach dem Konzert. Der Saal ist super, die Akustik hat uns auf jeden Fall von dem ersten Ton sehr gefallen. Man hat immer ein bisschen Angst in den solchen kleineren Sälen, dass es ein bisschen zu hallig wird. Das ist in dem Fall auf jeden Fall nicht so. Sehr angenehm. Wir haben uns sehr gut gehört und auch das Feedback von dem Publikum war, dass es nicht zu laut war, nicht zu schwammig oder so. In dem Sinne. Es gibt auf jeden Fall Reisen, die viel Spaß machen. Zum Beispiel, wir waren letzten Sommer in Portugal. Das war fast ein Urlaub mit einem kleinen Konzert dazwischen. Für mich als Ausländer ist diese Reisen durch Deutschland sehr angenehm, weil ich kenne kleinere Städte und Dörfer lernen, die ich sonst keine Gelegenheit hätte zu sehen. Konflikte, die gibt es natürlich immer wieder, denn im Prinzip arbeiten wir natürlich auf der Basis der Stücke. Wir wollen ein möglichst gutes Ergebnis bei den Stücken haben, aber so eine Interpretation, gerade wenn man zu viert ist, ist natürlich auch immer was sehr Persönliches. Und natürlich gibt es da Konflikte. Wir versuchen das aber immer möglichst professionell zu lösen. Das heißt natürlich, es darf nicht persönlich geworden, es wird nicht persönlich. Und wenn wir dann uns entscheiden müssen, dann machen wir das oft demokratisch. Es sei denn, jemand hat so eine brillante, gute Idee, dann wird das natürlich auch umgesetzt. Aber in der Regel versuchen wir das doch demokratisch zu machen. Gerade in der heutigen Zeit sind Wettbewerbe natürlich sehr wichtig. So ein Wettbewerb ist natürlich immer eine Ausnahmesituation. Man bereitet sich lange vor. Teilweise 1,5 Jahre mit dem Repertoire und soll dann im Prinzip in 2, 3, manchmal 4 Tagen das ganze Jahr wieder abrufen. Das kann natürlich nicht so funktionieren. Trotzdem machen wir natürlich Wettbewerbe, denn es ist wichtig, um bekannt zu werden. Es ist aber auch wichtig, um vor allen Dingen jetzt zum Beispiel beim deutschen Musikwettbewerb um Konzerte zu bekommen. Denn da braucht man ja auch eine Routine. So eine Konzertroutine, die stellt sich nicht oder nicht durchs Proben auf jeden Fall ein. Und deswegen sind Wettbewerbe oder können Wettbewerbe sehr wichtig und hilfreich für die Karriere sein. Ein, und zwar, weil wir relativ genau aussuchen, welche Streichquartette wir spielen. Und klar, es gibt Streichquartette, die besondere Anforderungen an Streichern haben und sehr speziell für Streichertechnik geschrieben sind, wo es natürlich dann für uns schwierig und teilweise sogar unlösbar wird. Aber sowas lassen wir, also sowas machen wir nicht. Oder wir überlegen lang, ob wir eine Lösung finden und entscheiden danach, ob wir es machen. Aber so generell ist Streichquartett-Literatur eigentlich Quartettliteratur. Und wir spielen
auch aus diesem Grund spielen wir Transkriptionen von älteren, also von Mozart, von Haydn, weil wir uns, ja, das soll nicht blöd klingen, aber wir sehen uns schon in der Tradition von Streichquartetten, weil wir sind ein Quartett, wir musizieren gemeinsam und dieses Genre ist mit Größen wie Haydn und Mozart entstanden und das ist für uns das, wo wir auch viel lernen können und müssen, weil es um Artikulation, um Intonation, um Form von klassischer Musik. Wir haben ja kein klassisches Repertoire als Saxophonisten und wenn wir uns als seriöse klassische Musiker schimpfen wollen, dann kommen wir da nicht ringsrum, solche Musik zu machen. Ich denke, für uns als professionelle Musiker, ich würde jetzt mal behaupten, für keinen von uns, weil für klassische Saxophonisten gäbe es vielleicht eine Solistenlaufbahn, aber selbst die ist so spärlich besetzt, dass da selbst die Sternchen der Saxophonszene eher Schwierigkeiten haben, da Konzerte zu spielen oder Konzerte mit Programmen, die sie gerne spielen würden, zu spielen. Und für uns ist in dem Sinne diese Kammermusik-Genre, diese Kammermusikwelt eigentlich fast die einzige Variante, wie wir als klassische Saxophonisten professionell arbeiten können, als Musiker. Klar, wir unterrichten alle. Vielleicht hat der ein oder andere auch die Idee, mal an die Hochschule zu gehen, aber rein von professionell klassische Musik machen, ist das the one and only.